schon los. Es ja. geht schon los, ja, genau. Hallo zusammen, schönen guten Abend wünschen wir euch. Vielleicht ein bisschen weniger Regenwetter gerade mal. Der Sommer kommt so langsam durch und da ist natürlich unser heutiges Thema ideal mit Leine. Das ist halt der ideale Sommerstoff. Genau. Jetzt gucken wir schon zu. Sandra guckt schon zu. Hallo Sandra, du bist die Erste. Ja, Glückwunsch. Ah, jetzt kommt der eine oder andere dazu. Wunderbar. Dann müssen wir hier nicht so ganz allein Selbstgespräche führen. Was uns natürlich auch nicht schwerfällt. Gell? Nee, das sind wir auch gewohnt. Ja, Selbstgespräche gehen auch. Ja. Leinen. Ja, Leinen. Da haben wir wieder einen Waage voll. Mit was fangen wir denn an? Mit Gesundheit. Danke. Der Sommer lässt grüßen. Ja. Und wir haben genau ein Modell aus eine Hose aus Leinen. Den Stoff gibt es leider nicht mehr, aber ist herrlich zum Tragen. Es ist schön luftig leicht und gerade die mit Buntfalte oder leicht weit geschnittener Hose sind einfach super im Sommer. Ja. Und da haben wir euch jetzt was zusammengerichtet und ich habe jetzt einen Rock an aus Leinen. Hüpf mal. Nee, keine sieht hüpfen. Aber man sieht es ja auch so. Ja, man sieht es also auch so. Also mit Streifen kann man natürlich auch schöne Effekte erzielen, wenn man es da quer und da längs. Also da kann man schon nette Sachen machen. Nette Sachen machen. Ja, so ist es. So ist es. Also fangen wir denn an. Der Marco guckt auch schon zu. Wunderschönen guten Abend, Marco. Hallo. Hallo, die Christine ist dabei. Hallo, Christine. Wir haben gerade eröffnet. Wir haben gerade eröffnet, genau. Da fangen wir doch jetzt mit dem Frühling. Wir zwei schicken wieder. Wir sind gerade ein Kompliment von Christine. Vielen Dank für die Komplimente. Wir geben ja immer alles. Wir geben ja noch immer alles, genau. Klappt nicht immer, aber... Immer öfter. Moment. Bin ja noch breitfertig angezogen. Ach. Ah, Moment. Also wenn wir schon sagen, wir geben alles, dann. Also ich bin ja immer die Zurückhaltende. Ja. Also, hast du gerade was vom Frühling gesagt? Ich habe jetzt einen grünen Anzug an. Wunderbar. So, jetzt können wir weitermachen. Ja, und zwar haben wir hier ein ganz dünnes, leichtes Leinen, das mit zwei Fäden gewoben ist, doch dann das gibt es diese schöne Melange-Effekt in diesem Fliederton. Das ist wo hast du den Zettel? Da, versteckt. Wir müssen uns erstmal eingrooven hier, wir sind aber gar nicht wirklich da irgendwie. Wie immer hektisch bis zum Schluss. Ja, also 100% Leinen und das ist breit, 1,45 Meter breit und 39,90 Meter. Also ein ganz dünnes, leichtes Leinen. Ein wunderschönes. Ja, mit tollem Fliederton und dieses Baumwoll-Jersey. Irgendwie sind wir so weit weg. Gell, ich finde es auch. Ich weiß gar nicht, wieso. Weil wir einfach zu weit weg sind. Komm, wir kommen näher. So, jetzt sind wir näher. Da, wunderbar. Ja, das ist so schön. Da haben wir ja sogar das Genähte da, das kann man ja dann noch. Wir haben noch was Genähtes da. Genäht. Hallo, wunderschönen guten Abend an den Rest der Community, die sich jetzt alle einwählen so langsam. Da hat die Evi was Genähtes. Ja, und das passt perfekt. Ja, das passt Leine. Perfekt zu dem Leine. Ja, perfekt. Als Hose oder als Rock, wie auch immer. Ganz, ganz toll. Also es ist wirklich, ich zeige es euch jetzt nochmal. Schaut mal. Also noch perfekter können zwei Farben nicht zusammenpassen. Also das Leine für 39,90 hat die Evi schon gesagt, das zweifädig gewebte. Und das ist unsere Baumwollrippe. Unsere Baumwollrippe mit 10% Elastan und für 17,90 €. Das habt ihr euch schon gesehen, haben wir euch schon mal vorgestellt. Heute einfach nochmal. Da geht natürlich auch der dunklere Ton dazu. Ah ja, genau. Das nicht ganz so hell möchte. Ist natürlich auch ein Knaller. Genau, ist ein bisschen kräftiger, gell? Nicht so pastellig. Hat ein bisschen mehr Aussagekraft. Ist einfach wirklich wunderschön. Das ist auch wieder derselbe Leinen mit 39,90 € als Meterpreis. Und die Breite ist 1,45 €. Auch wieder dieses zweifarbige Gewebte. Hat ein bisschen einen Melange-Effekt. Man kann natürlich auch hell-dunkel kombinieren. Also das ist auch wunderschön. Das ist natürlich auch super. Hose und Oberteil, kann man eine schöne Leinebluse machen, schöne leichte. Da haben wir ja letzte Woche eine Bluse gezeigt. Die ist natürlich auch super schön aus Leine. Ja, genau.
Was ich mir jetzt aber auch spontan vorstellen kann, so ein langer Rock mit so Bahnen. Ja, so, klar. So ein Bahnerock. Die Katja hat mal von dem Pretty Patch von Katja. Das sind genau. Ja mit 8 oder mit 16 Bahnen. Da kann man zum Beispiel auch die Bahnen einfach einmal hell und einmal dunkel machen. Und dann hat man auch einen ganz wunderschönen Effekt. Und kann ich mir echt toll vorstellen. Evi, wir sind durcheinander heute hier. Kann das sein? Ja. Ich durcheinander. Das so, womit machst du weiter? Da drunter ist Platz. Egal. Ist egal, egal haben wir nicht. Komm, wir machen damit das weiter. Komm. Jups. Ja. Egal. Ja. Den Egalstoff möchte ich mal sehen. Ich habe noch keinen gesehen. So, hier haben wir auch eine 100% Leinen. Für 1990. Das sieht aus wie so ein Crepe-Leinen. Das ist gewaschenes Leinen, oder? Ist das ein gewaschenes? Ja, das ist auch gewaschen. Auch gewaschen. So aussieht, ja. Also so ein bisschen Crepe-Struktur. Crepe. Ja, genau, so, und da haben wir natürlich, wir wären ja nicht wir, wenn wir euch da nicht das Passende anbieten könnten. Und zwar haben wir einen wunderschönen Streifen, schaut mal, so sieht der aus von nahem. Und da ist genau dieser dunkle Streifen, hat fast genau die Farbe von dem Leinen. Ein bisschen Glitzer. Da hat es zwischen den Streifen, da hat es, Moment, na doch, so ein bisschen kann man ja ahnen, ist so ein bisschen roséfarbene Glitzer, schaut mal, komm mal näher. Ein bisschen roséfarbene Glitzer, sieht man den irgendwo? Da sieht man es, jetzt sieht man es. Habt ihr es gesehen? Da ist dieser Einfade in Lurex ist dazwischen. Sieht sehr, sehr edel aus, nicht so aufdringlich. Und das ist jetzt ein Leinenviskose. Das ist ein Leinenviskose und das andere waren 100% Leine. Ja, für 1990. Und dieses Leinenviskose, was ich hier in der Hand habe, in dem wunderschönen, smarten Streifen. Design ist für 21,90 zu haben, ist 30% Leinen, 65% Viskose und 5% sind dann diese anderen Fasern bzw. dieses Lurex. Wobei der Lurex-Faden hier überhaupt nicht prättig ist oder nee, hart. Es ist also wirklich ganz, ganz schön, ganz angenehm. Ja, wäre toll für so eine längere Bluse drüber, ganz leicht. Genau. Richtig schön. Wirklich richtig schön, ja. Ja. Hast du da was dazu? Und hier haben wir nochmal den Leine von eben in dem lila Move-Ton. Da sehe ich doch spontan. Wir sind spontan. Wir sind halt am richtigen Tisch. Ja. Also mit diesem Lila. Da, genau. Lila das sieht auch richtig schön. Das ist weißgrundig, so mit einem schönen Blütenmotiv. Auch ein ganz leichtes Leinen. 1,45 breit, auch 39,90. 39,90, genau. Ja. Und das ist einfach, du mach mal den mal noch ein Stück weiter auf. Ah ja, sieht man. Das sind so diese Ranken und dazwischen ist wirklich so ein bisschen wie so Schatten, ein Schattenwurf von irgendwelchen Blättern, die man ja ahnen kann. Und dazwischen ist wieder dieses Kräftige. Ist wirklich sehr schön. Und das war wieder dasselbe wie vorhin, gell? Genau, für 1990. Für 1990, 100% Leine. Genau, in Move. Move. Das ist nicht lila und das ist nicht Flieder, das ist Move. Das hier. Wunderschönes. Ein bisschen Crash-Optik, ist ein bisschen so aufgeweicht, sieht ganz toll aus. Bei Leinen, dass einem zu hart ist oder wo man das Gefühl hat, das ist zu hart, müsst ihr einfach vorm Verarbeiten waschen. Und wenn ihr habt in Trockner steckt oder vielleicht kennt ihr jemanden, der euch in Trockner steckt, dann wird er nochmal ein bisschen weicher von der Struktur. Gell? Ja, und jetzt haben wir was ganz Edles. Oh. Das glänzt, hat noch einen richtigen Glanz drauf. Ja, so ein hat bisschen, als ob man Schimmer. Oben drauf noch irgendwie noch einen Schimmer drauf, gell? Ja. Das ist wirklich super edel. Ja. In diesen angesagten Pastelltönen, ist wirklich über Grau, Rosa, Gelb, alles drin. Wirklich richtig, richtig edel. Ist der Preis auch so edel? Ja. 39,90. Also er ist nicht edler wie bei den anderen. Die Serie von alles dieselbe Serie. Wunderschön. Schaut mal, ich zeige euch nochmal von nahem. Mal meine Hand hinter dran, sieht man die? Ja, also man sieht schon, dass es ein bisschen transparent ist. Also ich sehe hier durch. Ihr könnt es nicht sehen. Und der hat wirklich einen leichten Glanz. Der ist ein bisschen so gecrasht. Man sieht so ein bisschen die Crash-Struktur. Seht ihr das? So längs. Das ist auch so ein bisschen gecrasht. Da sieht man es, genau. Das kann man auch nicht rausbügeln. Das ist so gewollt. Ist wunderschön, gell? Und denselben Stoff mit derselben Struktur und Musterung gibt es nämlich noch in dem Farbton, so ein Beige. Ja. So ein leichter Beige-Sandton. Und da haben wir noch ein... Oh,
Da hast du den passenden Stoff. Moment, ja. Ich helfe dir. Ein Rippenstrick in Viskose. Okay, ist der ein Rippen ist wirklich Jersey, auch das Graubisch. Ja, genau. Alles so Ton in Ton. Gell? Auch ganz leicht. Das ist keine schwere Rippe. Die ist neu, gell? Ja, gerade frisch gekommen. Die haben wir heute gekriegt. Eine Viskose-Rippe mit 3% Elastan und 97% Viskose. Eine Verarbeitungspreise von 1,35. Und diese ganzen Beige-Töne ineinander, das ist die Rippe, richtig, genau. Klar. Und das sieht auch dazu richtig schön aus. Und ich habe letztens irgendwo gelesen, dieser Style, wo alles so beige, weiß und Naturfarben sind, das ist dieser Vanilla-Style. So Vanillefarben mit Hell- und Dunkelvanille. Also Vanilla-Style in all diesen beigen, weißen Off-White-Farben. Ist also wirklich wunderschön. Ja, und der Rippenviskose ist der 1990. Mhm. Ja. Wunderbar. Womit machen wir denn weiter? Okay. Ja, unser Kollege von der letzten Woche. Wir hatten letzte Woche einen wunderschönen Stoff dabei, den wir euch einfach zeigen wollten. Den haben wir euch dann nicht gezeigt, in der Ermangelung von dem Preisetikett und von dem Artikeletikett und irgendwas zu zeigen, wo man nachher sagt, wir wissen nicht, was wir tun oder was wir tun. Kein Artikel, keine Materialien und keinen Preis gehabt. Und jetzt haben wir den Preis und die Materialien und er passt sogar zum Leine, was wir dabei haben. Schaut mal, das ist jetzt ein Leinenpolyester. Wunderschön, ein Jacquard gewebt. So, das ist ein Jacquard-Streifen, den sieht man auch oben drauf. Das ist also wirklich so Jacquard gewebt. Und da ist dieser Druck oben drauf. Ist also wirklich super interessant gemacht. Mit diesem Druck, ein bisschen Retro-Style, diese Quadrate und die Streifen sind gewebt. Und wir haben da einen wunderschönen Stoff, einen Leinenstoff, der dazu passt. Es ist wieder genau die gleiche Qualität wie eben schon, die Lila und Fliederfarben, also auch schön dünn, fließend. Mhm. Ja, auch wieder 39,90. Und das ist ein 100% Leine. Ja. Genau. Und den Stoff, den ich hier in der Hand habe, wie gesagt, das ist 55% Leinen und 45% Polyester. Und wir haben eine Breite von 1,50 und der kostet 34,90. Ist also ein ganz, ganz edler Stoff, auch mit diesem angesagten Grün drin und eben diese Farbe, diese helle Rost oder wie auch immer mit Braun, passt wunderschön zu dem Leine, was wir euch gerade gezeigt haben. Also eine ganz, ganz tolle Kombi, was ich mir wirklich sehr, sehr schick vorstellen kann. Suchst du Preis? Ja. Wie immer. Der klebt. Die Evi hat einen Stoff mitgebracht, den sie heute ausgepackt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Hier habe ich nämlich 100% Leinen, auch wieder mit zwei Farben gewoben. Da wirkt so dann schön so ein bisschen Melange. Mhm. Und da passt dieser French Terry mit aus Viskose perfekt dazu. Genau, das ist jetzt eine Batik-Optik in diesem unterschiedlichen Lila-Tönen und das passt wirklich wunderschön da dazu. Und das ist jetzt ein French Terry, das heißt, er hat hinten dran noch ein bisschen Fleisch am Stoff da, also hinten noch mit Flottung, da seht ihr das. Aber es ist aus Viskose, ist ganz, ganz weich, also kann man wirklich tolle Shirts oder so machen. Eine ganz, ganz angenehme, weichfließende Qualität und die angesagte Batik-Optik, wie gesagt, das seht ihr es nochmal da. Wirklich wunderschön, ganz toll. Der passt bestimmt auch zu den Lila-Tönen, die wir vorhin gezeigt haben. Genau. Genau. Zu den, schaut mal, das passt auch wunderschön zu den lilafarbenen Leinen von gerade eben. Genau. Und ich sage euch hierzu noch ein bisschen was. Und zwar haben wir da eine 95% Viskose und 5% Elastan. Das ist einfach, damit es formstabil bleibt. Das kennen wir ja. Und der Preis ist 19,90 € bei einer Verarbeitungsbreite von 1,50 m. Hier. Batik, French Terry, ist einfach ein bisschen dicker wie Jersey und ist aus Viskose, das heißt, er ist trotzdem weich, fallend, fließend, hat eine wunderschöne Trageeigenschaften, ist sehr, sehr angenehm. Ja, und die Leinen, die gibt es noch in zwei weiteren Farben. Mhm. Und das ist einfach nochmal der hellere dazu, da können wir auch wieder mit zwei Farben machen. Genau. Nebeneinander. Da gibt es sogar drei Farben. Drei Farben.
Ja, guck mal. Da kann man also in Türkis schwelgen, kann auch irgendwie Ton in Ton irgendwas verarbeiten. Wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und es ist immer derselbe, gell? Für ja. 39,90 mit einem heller und einer farbigen Farbe gewebt und mit einer Verarbeitungsbreite von 1,50 Meter. Wirklich wunderschöne Leinqualitäten, etwas hochwertiger, aber dafür umso schöner. Wenn man schon Leinen verarbeitet, dann darf es auch richtig was Spezielles sein. Dann habe ich hier, ist dasselbe? Ja, das ist derselbe, der Formentera heißt der. Und der ist jetzt immer angesagt, der Jeansblau. Schaut mal, der ist wirklich so richtig Jeansblau, sieht auch ein bisschen aus wie Jeans. Und das ist einfach wirklich ganz, ganz toll. Und an dem Stoff kann ich euch das jetzt nochmal zeigen, wie ich das meine, mit diesem zweifädig gewebt. Das habe ich jetzt, haben wir die ganze Zeit gesagt, aber man kann sich so schlecht vorstellen. Das sieht ja so ein bisschen Melange aus. Das kommt, weil der Schussfaden, der ist ein heller. Wo bin ich denn da? Das ist ein heller Faden, der da. Und der Kettfaden, das ist der hier oben. Wo bin ich? Da. Der ist dunkelblau. Also der Faden, der oben runterkommt, der also die lange Rolle bildet, ist dunkelblau. Und der Schussfaden, der immer von rechts nach links geht, der ist hell. Und das sind eben diese zweifarbig gewebten Stoffe. Die sind wunderschön, hat wirklich einen tollen Effekt. Und den gibt es eben auch noch in diesem dunkelblau. Und da hat die Evi einen netten Viskose-Jersey rausgesucht, den man natürlich zur Jeans oder so auch immer tragen kann. Und das ist jetzt ein Viskose-Crepe, der hat also ein bisschen eine rauere Oberfläche und ist aber auch super angenehm zu tragen. Und den kann ich mir jetzt zu diesem Jeansblau gut vorstellen. Der Liner ist für 39,90, so wie die anderen Qualitäten auch, in diesem wunderschönen Jeansblau. Und diese Viskose-Crepe-Qualität mit den Blümchen, ich zeige euch das nochmal. Das ist das hier und ist auch schön romantisch und da gibt es einen Preis von 21,90 € und das ist mit 94% Viskose und 6% Elastan, damit die ganze Sache formstabil bleibt, so wie wir es gewohnt sind, um da keine Überraschungen zu erleben. Das mögen wir nämlich nicht so bei den Sachen. Evi? Ja, da haben wir noch was ganz Spezielles, ein Leinen, das auf der einen Seite in Blau gewoben ist und auf der einen Seite in Karo. Also kann man tolle Effekte erzielen. Ja. Gerade beim Rock eins nach außen nehmen oder ja, spielen, wie man will. Und der ist auch 39,90 € und 100% Leine. Das ist natürlich immer schön, wenn man so Modelle hat, die ein bisschen aufspringen oder wo vorne vielleicht kürzer sind wie hinten, wenn man so reingucken kann, dass die Innenseite einfach eine andere Farbe hat. Revers an der Jacke oder an der Bluse, einfach den Kragen anders machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man da mit den Farben spielen kann oder mit diesen zwei Seiten. Ein Wickelrock, der so ein bisschen aufgeht oder Schlitze, lange Schlitze, die beim Laufen ein bisschen aufgehen und dann hat man einfach diese zweite Seite, die einfach auch schön ist und einfach so diesen Aha-Effekt nach innen gelegt. Ja, gell? Ist ja super weich. Also ja. Richtig toll. Das ist richtig toll. Ja. Und es ist ein gewebtes Karo, das heißt, es wird auch nicht verwaschen oder so. Nee, das bleibt, wie es ist. Das bleibt, wie es ist. Und hier ist nochmal dasselbe in einfarbig. Also das ist so ein blau-grau, also eher grau wie blau. Und innen ist dann beige. Das ist genau dasselbe Qualität und dasselbe Preis. Das wären die Unis. Und dann haben wir da noch ein paar Gemusterte. Passt jetzt natürlich. Das passt natürlich wieder. Wir nehmen den, wo das zu mir passt. Dir passt. Ja, ich zeige jetzt den Grünen, weil irgendwie springt er mich gerade an. Das wäre jetzt, also ich muss den jetzt zeigen, weil. Den habe ich extra rausgesucht, weil ich extra genau gewusst habe. Der springt dich an. Ja, weil ich ja so dezent unterwegs bin. Also wer das noch nicht gesehen hat, ich bin heute Abend in Grün. Wir haben hier einen Leinen, ich glaube, das ist ein Leinen-Viskose, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Leinen-Viskose, genau, 55 Leinen, 45% Viskose, eine Breite von 1,34 und 19,90 €. Aber schaut mal, der hat so tolle Blätter, das sieht ja nicht toll aus. Der ist so bedruckt und der ist richtig, richtig schön grün, braun mit schwarzen Konturen. Das verstärkt immer die Leuchtkraft der Farben, wenn da schwarze Konturen sind. Und schaut mal, man könnte es sogar zu der Jacke oder könnte man es auch anziehen. Aber wie gesagt, was Schwarzes, was anderes Grünes, so einfarbig. Wirklich ein ganz, ganz toller Stoff. Viskose Leinen.
aber nicht zu dünn, also schön kräftig, dass man durchaus auch noch irgendwie Hosen oder Jäckchen, Sommerjäckchen, schöne Kleider. Also man kann wirklich ganz tolle Sachen draus machen. 19,90 €, 45% Viskose, 55 Leine für dieses schöne grüne Stöffle. Und der Rest zeigt euch die Evi. Stickerei aber noch nicht. Nein, meine Stickerei zeigt. Ja, da habe ich hier eine Stickerei in einem hellen Naturton mit den braunen, beigen Blüten drauf. Ein bisschen rosa ist dabei. Und er ist auch ganz dünn. Also es ist eine Mischung mit Leine, Viskose und Polyester. Und so sieht es dann am Stück aus. Ja, kann man natürlich herrlich auch Kleider nähen, Bluse. Ja. Ja? Ja. Ja, ich habe sie abgelenkt. Ja. Das ist schon ganz toller Stoff, ja. Das ist schön, schön angenehm, also richtig weich. Mhm. Eben. Von allem, Leine 35, Polyester 35 und 30 Viskose. Der Meter ist 25,90 und 1,36 breit. Ich habe von einem aktuellen Tisch, die Leinenqualitäten sind mir nicht aus dem Kopf gegangen, deswegen bin ich jetzt nochmal laufen gegangen und habe die Evi jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil jetzt war ich weg und bin wieder gekommen. Aber das ist auch wieder ein wunderschönes Leine und es ist zweifarbig. Es ist zweifarbig, es ist tatsächlich auf der einen Seite ist es grünlich so und auf der anderen Seite ist es blau. Und schau mal, wenn ich heute so hinhalte, das sieht wirklich richtig, richtig toll aus. Das ist also wirklich auch wieder dieses zwei, was ich euch gerade erklärt habe. Der Kettfaden ist grünlich, das seht ihr da oben, und der Schussfaden ist blau. Das hier. Und dann kommen wieder diese ganz tollen Effekte. Auf der einen Seite sieht man mehr den blauen Faden und auf der anderen Seite sieht man mehr den grünen Faden. Und das sieht wirklich, das changiert so ein bisschen. Wenn man den jetzt so bewegt, dann merkt ihr, da kommt auch ab und zu so ein bisschen blau und die Rückseite ist einfach wunderschön. Und das ist so ein toller Stoff, der fühlt sich auch wirklich so, so, so schön an und so richtig edel und hochwertig. Und ich finde, da haben die was ganz Tolles gemacht. Und dazu gibt es von derselben Serie, der passt natürlich perfekt dazu, haben die aus denselben Materialien, aus denselben Fäden, haben die ein Fischgrat gezaubert. Schaut mal, das ist jetzt Fischgrat. Ein gewebtes Fischgrat, auf der einen Seite mehr grün und auf der anderen Seite ein Ticken mehr blau. Aber es ist nur, das ist nicht so ein hoher, großer Unterschied wie bei dem anderen, aber es ist auch wieder mit diesen zwei Farben, jetzt seht ihr es besser, so. Die zwei Farben sind hier wieder verwendet worden und gemeinsam bilden die natürlich ein unschlagbares Duo, weil man kann die wirklich miteinander kombinieren. Das Grüne ist drin, das Blaue ist drin. Ihr könnt es auch so rum kombinieren oder eben auch von der anderen Seite. Ist es auch schön. Gibt also wirklich ganz tolle Kombis. Das schimmert aus richtig. Das schimmert so richtig. Gell? Der ist wirklich richtig hochwertig, richtig edel. Also eine ganz tolle Qualität. Und ich verrate euch jetzt auch, es ist ein italienisches Leinen, steht extra auf dem Etikett. Ja, genau. Wie könnt ihr auch anders? Deswegen habe ich den Stoff jetzt auch gerade noch geholt. Also, das ist 100% Leine, ist 1,45 breit. Das Fischgrat ist 42,90 € der Meter. Ja, beim anderen wird wahrscheinlich genau derselbe selbe Preis sein, gell? Ja. Auch wieder irgendwo ein Etikett. Da haben wir es. Ja, 42,90 und. Wie gesagt, das sind wirklich ganz, ganz tolle Stoffe. Ich habe auch noch mal ein, zwei andere Farben hinten, aber ich hole jetzt nicht alles nach vorne. Aber das sind ganz, ganz hochwertige, schöne Sachen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns die Mühe machen und machen ein selber gemachtes Kleidungsstück, wir nähern uns was, passt genau. Und das ist einfach auch, also ich mache das gerne auch mit hochwertigen Stoffen, weil mir brauche doch viel Arbeit und mir gebe da viel Herzblut rein. Und dann sich die viele Arbeit machen, die habe ich sowieso, ob ich jetzt einen etwas günstigeren Stoff habe, der vielleicht von der Qualität nicht so hochwertig ist, oder wenn ich wirklich einen tollen Stoff sehe, wo ich sage, boah, der gefällt mir so gut, ich mache jetzt da was ganz Spezielles draus, und dann lohnt sich die Arbeit auch und den Einsatz auch. Hey, und so mal, sorry, ja. Bei uns landet gerade ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber direkt draußen, da. Okay. Der landet vor der Tür. Ich sage euch Bescheid, genau.
Christine, genau, ich habe recht, genau. Einfach so, wenn man schon Herzblut da reingibt und die Arbeit sich macht. Und es sind einfach so ganz, ganz spezielle Dinge. Und das, auch beim Stricke zum Beispiel. Ich stricke unheimlich gerne auch mit hochwertigen Garn, weil beim Stricke bin ich ja noch viel länger damit beschäftigt. Ich habe das lange in der Hand. Und dort mich mit hochwertigen Materialien zu umgeben, das macht mir einfach Freude. Und auch das Ergebnis ist natürlich auch ein ganz anderes. Und ich habe da einfach Spaß beim Machen schon. Also 42,90 € für dieses also Uni, blau und grün und den Gleiber in Fischgrat. Das wollte ich euch einfach nur als kleines Highlight heute Abend noch zeigen. Okay? So, ja, das habe jetzt ein Highlight. Die Evi ist wieder vom Hubschrauber gucken zurück. Ich musste gucken, dass der unseren Hof nicht kaputt macht. Oh mein Gott. Nee, ich habe hier alleine Viskose, auch eine Batik-Muster. Also in einem schönen Cognac-Braun, perfekte Farbe, mit dem Natur drin. Und ich sehe gerade, das ist diese Naturrippe, die Viskose, die passt da perfekt dazu. Das ist ja genial. Ja, das passt wirklich sehr schön. Super schön. Ja. Das ist die Rippe, die sie euch vorher gezeigt hat. Genau. Und dieser Leine Viskose, also 55 Leine, 45 Viskose. 1,35 Meter breit und ist 21,90 €. Ja. Angesagte Batik-Optik. Ja. Ganz cool. Das ist echt cool. Also so eine Hose, wie du anhast, so was kurzes Jäckchen dazu. Ja, ja, ja. Oder auch ein Rock, so wie wir den ums Eck haben. Ums Eck. Ja, und den sieht natürlich auch scharf aus. Der sieht auch scharf aus, gell? Ja. Wir können das gerade von Weitem noch zeigen, bevor wir näher kommen. Der passt auch zu Evi. Guck mal, die Evi passt einfach wunderbar zu diesen braunen, cognacfarbenen Sachen. Das ist einfach ihre Farbe. Alles meine. Alles ihre. Alles meins. Genau, alles deins. Guck mal, sogar die schwarze Jacke und dein T-Shirt passt genau dazu. Oh mein Gott. Also ich nehme heute Nacht einen Rock oder so. Weil du kannst es gerade mit dem, was du anhast, anziehen, kombinieren. Das ist auch wieder ein viskose Leinen, oder? Ja, das ist genau dasselbe, wie ich gerade eben erzählt habe. Ah ja. Ja, 21,90 € Leine Viskose. Ja, damit das noch von Namen sieht. Schön leicht. Genau. Ein schönes, ein Tigermuster. Tiger? Ja, Tiger. Ja, Tiger. Ja, genau. Genau. Willst du noch mehr zeigen? Willst du die Blümlinger zeigen? Die Blümlinger. Ja, dann ist fertig. Ende Gelände. Also wir haben natürlich noch mehr. Ja, das ist ja immer nur eine Auswahl von dem, was wir im Geschäft haben. Sonst könnte man euch auch 3 Stunden lang was zeigen. Dann guckt ja keiner mehr zu. Und so lange will es später auch niemand mehr angucken. Haben wir den schon? Nee, ich glaube, den haben wir noch nicht. Da passt ja auch der Batik dazu, da, gell? Der grüne. Ja, passt richtig dazu. So. Das ist jetzt einfach wieder, ich gucke mal kurz aufs Etikett, damit ich schon weiß, wovon ich rede, wenn ich es euch jetzt gleich zeige. Muss weiter weg. Meine Brille. Nein, das ist einfach, weil es ungefähr hier war und ich konnte es nicht lesen. 100% Leine. Und diese Leinenqualitäten sind dieses Mal bedruckt. Schaut mal, das ist wirklich super schön. Einfach wieder das Grün. Könnt ihr die grüne Jacke dazu anziehen. Ein bedrucktes Leinen, das ist jetzt die von nahen auf braunem Grund eigentlich und wunderschöne große Blüten in grün, in blau, verschiedene Töne. Ist einfach wirklich ganz, ganz naturnah bedruckt. Wunderschön. Und das ist auch zur Jeansjacke. Stellt euch mal vor, da ist schon Jeansblau drin. Dann zieht ihr eure Jeansjacke dazu an und irgendwie einen weißen Sneaker, weißes T-Shirt. Also weißes T-Shirt geht immer. Und dann seid ihr super sportlich und schick angezogen. Und wenn ihr dann irgendwie ein Sling, genau, der passt auch. Schaut mal, mit dem, wo wir gerade eben gezeigt haben, das Braun, das passt genau dazu. Jacke und Hose oder wie auch immer miteinander kombinieren, geht super schön. Und wie gesagt, mit weißen Sneakers und weißem T-Shirt, Jeansjacke sind einfach super sportlich, für jeden Tag angezogen. Ja, und frisch in der Farbe, frisch, dann richtig toll. Zieht eure selber gemachten Sachen einfach jeden Tag an, kombiniert sie mit einer Jeansjacke, mit einem T-Shirt, mit Sneakers. Lasst sie nicht im Schrank, dazu sind sie viel zu schade. Das ist, nicht im Schrank lassen, einfach anziehen bitte. Oder ihr macht dann abends einfach eine Geschichte mit einem schwarzen Jäckle, mit einem braunen Jäckle, mit passenden Slingpumps oder so dazu, dann sind ihr perfekt angezogen für den Abend. Ja, mit einer Klamotte. Ja. Haben wir einen Preis genannt? Nein, 29,90 € für dieses Teil.
Genau, so ist es. Genau. So, dann habe ich hier nochmal dasselbe in grün. In grün? Mit grün, also pink, grün, so ein Rosé, leichter Rosé-Ton. Und so von Weitem seht ihr das ganze Muster. Ja, mit so Fensterplatten, ja. So großen. Also sie sind einfach schön leicht. Also ja. Und da könnte man... Man könnte? Könnte, wenn man will. Zum Beispiel, wenn so es abends kühler ist, macht man einfach einen Batik-Pulli dazu. Ein French Terry. Ein French Terry. Und dann hat man einfach einen wunderschönen, leichten Pulli Sommer oder Jacke dazu. Ja. Genau. Genau. Ja, Evi, ich weiß, das ist deiner, aber du hast ja deins schon daheim. Ist das Kleid schon fertig? Wir möchten das unbedingt mal sehen. Also ich bin bereit für das Kleid, um es in live zu sehen. Gell? Ja, das ist auch wieder für 29,90, gell? Ja, genau dasselbe. Genau, und das hier ist wieder der French Terry, den wir euch gerade eben in Lila gezeigt und hatten, glaube ich. Schau mal. Im Batik. Ah! Ja. Ah. Wir haben was entdeckt, wie das toll aussieht zum Lila dazu. Genau. Also da gibt es nämlich auch diese Töne sind der Ton. Genau, wunderschön. Passt auch zusammen. Ja. Ja. Bin ja gespannt auf die Kombinationen. Ja, das ist immer spannend. Und ja. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie auch Hilfe braucht zum Kombinieren oder wenn ihr euch vielleicht nicht so ganz sicher seid, wie man was kombinieren kann, auch dafür stehen wir natürlich jederzeit bereit. Dafür sind wir berühmt, berüchtigt. Ja, wird euch geholfen. Genau. Sucht es mir bitte raus. Ich weiß, das passt nachher immer zusammen. Das ist eine Aussage, die wir oft zu hören kriegen. Und wir machen das auch wirklich, wirklich sehr gerne. Das ist eine der Steckenpferde, die wir haben. Einfach Sachen zu kombinieren, auch Sachen zu kombinieren, die man vorher vielleicht gar nicht so in Erwägung gezogen hätte. Und nachher stellt man fest, dass es einfach sensationell aussieht. Und dann haben wir, der Kunde hat Spaß und wir haben Spaß und es kommen ganz tolle Sachen bei raus. Ja, so ist es. Und immer wieder interessant, immer neue Kombinationen. Ja. Was man vorher gar nicht weiß, was am Schluss rauskommt. Ja, das weiß man oft. Das weiß man. Also, da sind wir aber für heute wieder am Ende. Mhm. Wir wünschen euch einen ganz schönen Abend. Einen trockenen vielleicht mal. Das tolle Wetter. Ich gucke gerade in Wolkenberge. Also aber oben dran ist blauer Himmel. Sieht toll aus. Oben dran ist blauer Himmel. Die Straße trocknet gerade wieder ab. Also es ist Hoffnung. Der Dauerregen, den sie heute vorausgesagt hatten im Südwesten, hat nicht stattgefunden. Ich bin sogar vorhin draußen im Café gesessen. Also morgen wird es schön. Ja. In diesem Sinne. Dann bis nächste Woche in alter Frische. Bis in dann. Alter Frische. Tschüss. Wie gesagt, Kontakt immer zu den üblichen Wegen, per E-Mail, per WhatsApp, über Instagram könnt ihr uns einfach jederzeit kombinieren. Notfalls geht aufs Telefon. Und in ganz dringenden Fällen kann man live zu uns in Lade kommen. Ja, das ist immer gut. Ja, dann viel Spaß noch beim Anschauen vielleicht nochmal. Bis dann. Tschüss. So. Punkt.